Schönen guten Abend aus dem Asklepios Klinikum Altona. Mein Name ist Sven Petersen. Ich bin einer der Oberärzte in der Allgemein- und Viszeralchirurgie hier an der Asklepios Klinik Altona. Und meine Aufgabe ist es für heute Abend, Sie durch die Thematik der Kontinenzstörung bzw. Stuhlinkontinenz zu führen. Und ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, mit der ich die Themen einmal ansprechen werde. Und wir würden jetzt einmal hier durch die Präsentation gehen. Und wenn dann im weiteren Verlauf noch Fragen im Chat auftauchen, diese dann besprechen können. Hier sehen Sie die erste Folie. Es geht also nochmal erwähnt um Kontinenzstörungen am Darm. Und natürlich die wichtige Frage, was sind die therapeutischen Möglichkeiten, die Behandlungsmöglichkeiten, die wir bei diesem Problem haben. Kontinenzstörungen am Darm sind ein häufiges Problem. Man rechnet etwa damit, dass 3 bis 5% der Bevölkerung mit einer Stuhlinkontinenz geplagt sind. Das hängt natürlich im Wesentlichen vom Alter ab. Das ist eine Störung, die im Alter sehr viel häufiger ist und dementsprechend auch daran in der Behandlung angepasst werden muss. Wenn man diese Störung definieren will, dann ist das relativ einfach. Dann kann man sagen, es handelt sich um die Unfähigkeit, seinen Stuhlgang bzw. Blähungen, Winde willkürlich zurückzuhalten. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie schon das Organ, was uns im Wesentlichen an dieser Problematik interessiert. Das ist sozusagen der Mastdarm und der Schließmuskel hier unten. Ich werde im weiteren Verlauf noch auf die einzelnen Strukturen eingehen, aber diese Struktur werden Sie öfter eingeblendet sehen und können das schon mal zuordnen. Stuhlinkontinenz beeinträchtigt im Wesentlichen die Lebensqualität und das teilweise erheblich. Das bedeutet, dass wir in der Behandlung auch das Ziel haben, die Lebensqualität zu optimieren. Manchen stört eine Stuhlinkontinenz nicht so sehr, andere sind erheblich geplagt. Und Professor Bussen, einer der wichtigsten deutschen Enddarmspezialisten aus meiner Sicht, hat das mit diesem Satz einmal auf den Punkt gebracht, was vielleicht für einen Pfälzer Bauern eine Genugtuung ist, nämlich mal eine ordentliche Blähung abzulassen, wäre oder ist für eine Berliner Lehrerin eine Katastrophe. Und das meint, in der Behandlung müssen wir auf die spezielle Situation des Patienten wesentlich eingehen. Und hier ist das noch einmal aus einer Werbung von der Firma Coloplast auf den Punkt gebracht. Die Wünsche des Patienten müssen wesentlich in der Behandlung mit erfasst werden. Wenn wir von Stuhlinkontinenz reden, dann denken alle vorrangig an den Schließmuskelapparat und den Mastdarm. Das ist aber häufig nur ein Teil des Problems. Es geht auch darum, im Rahmen einer Diagnostik oder im Rahmen der Anamneseerhebung, also die Krankengeschichte, zu ermitteln und zu schauen, ob nur der Mastdarm betroffen ist oder möglicherweise ein Problem am gesamten Dickdarm vorliegt. Das ist unsere Aufgabe, aber ich habe dieses Schema hier einmal mit aufgelegt, um zu verdeutlichen, dass wir uns nicht immer nur auf den Schließmuskel und seine Funktion konzentrieren können. Hier jetzt einmal die wichtigsten anatomischen Strukturen, die uns vorrangig interessieren. Das ist eine Längsdarstellung des letzten Anteils des Dickdarms, bevor hier unten der Stuhlgang zum Darmausgang rauskommt. Das ist der Mastdarm, im Medizinerlatein Rectum genannt. Der Mastdarm ist eine extrem
wichtige Struktur für unsere Darmtätigkeit. Es ist nämlich so, über den Dickdarm kommen alle 20 Minuten eine, wie wir nennen, peristaltische Welle, das heißt eine Kontraktionswelle den Darm entlang gelaufen. Und diese Kontraktionen des Darmes müssen vor dem Darmausgang gebremst werden. Und diese wichtige und auch komplexe Aufgabe übernimmt der Mastdarm. Der bremst den Stuhlgang, der von hier oben in Richtung Darmausgang läuft, sammelt den Stuhlgang und sorgt dafür, dass der Stuhlgang ein- bis zweimal täglich aus dem Darm entleert wird. Deshalb ist der Mastdarm ein wichtiger Teil des Kontinenzorgans. Und wenn der Mastdarm fehlt, ist die Kontinenz erheblich beeinträchtigt. Die beiden Schließmuskeln, die den Enddarm umfassen, sind hier rot bzw. orange gekennzeichnet. Das Orange hier, was um den Schließmuskel herumgeht, ist der innere Schließmuskel. Dieser innere Schließmuskel kann von uns nicht willkürlich beeinflusst werden. Im Gegensatz zum äußeren Schließmuskel, der ist hier außen rot gekennzeichnet. Der geht also einmal um den Darmausgang herum. Und das ist der Teil des Schließmuskels, den wir willkürlich ansteuern können und den wir brauchen, wenn wir zum Beispiel den Stuhlgang in einer Situation nicht loswerden können. Zusätzlich finden sich zu diesen eben genannten Strukturen auch noch knöcherne Strukturen und Bindegewebestrukturen, die den Beckenboden und damit den Darmausgang halten. Und das ist in dieser Abbildung einmal dargestellt. Hier finden Sie von hinten beguckt das Becken. Hier ist das Steißbein und hier das Kreuzbein und hier das Sitzbein. Und dazwischen sehen Sie hier die Muskelschlingen und die Bindegewebsstrukturen, die den Schließmuskel und den Mastdarm in seiner Position halten. Auf dieser Abbildung sehen Sie jetzt die Ursachen für eine Stuhlinkontinenz. Und ganz bewusst habe ich diese Abbildung mit der Schrift so klein gemacht, dass Sie es nahezu nicht lesen können, weil das zu weit führt jetzt in diesem Seminar und wir auch heutzutage nicht mehr in jedem Fall in die Ursachen zu tief einsteigen. Ich werde darauf später noch zu sprechen kommen. Dennoch müssen wir natürlich einige Dinge im Hintergrund bewahren. Und das ist, dass die Stuhlinkontinenz manchmal ganz alleine auftritt, ohne andere Probleme, aber sehr häufig auch mit anderen Störungen des Darmes oder des Darmausganges einhergeht. Was Sie schon mal gehört haben, ist, dass Hämorrhoiden ein Problem sein können oder zum Beispiel ein Mastdarmvorfall. Was Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, ist, dass es Stuhl-Darm-Passagestörungen gibt, wo der Darm sehr, sehr unregelmäßig arbeitet, das sogenannte Colon irritabile, und andere Störungen des Beckenbodens und des Darmes, die einen Einfluss auf die Kontinenzleistung haben. Und wenn wir eine Stuhlinkontinenz abklären, dann ist es unsere Aufgabe, auch diese Probleme im Blick zu behalten. Die Stuhlinkontinenz wird relativ einfach eingeteilt und ich würde auch
wenn es irgend geht, bei dieser Einteilung bleiben. Es gibt auch noch andere Differenzierungen, da komme ich noch drauf zu sprechen, aber es ist relativ sicher, diese Einteilung des Schweregrads auf den Punkt zu bringen und damit eine Einschätzung der Probleme geben zu können. Wir unterscheiden zwischen dem ersten Grad einer Stuhlinkontinenz, wo Blähungen und Winde nicht angemessen gehalten werden können. Der Grad 2 ist der unkontrollierte Abgang von flüssigem Stuhl. Und die schwerste Form der Stuhlinkontinenz ist die Problematik, wo bereits sehr fester Stuhl nicht angemessen gehalten werden kann. Das nächste Bild, was Sie jetzt sehen, ist auch wieder in sehr kleiner Sprache dargestellt. Und auch hier will ich betonen, dass es eine große Anzahl von möglichen diagnostischen Maßnahmen gibt. Aber auch hier hat die Praxis in den letzten Jahren gezeigt, dass wir nicht alle denkbaren Untersuchungen auf den Weg bringen, sondern Schritt für Schritt vorgehen und uns vorsichtig der Diagnostik nähern. Was wir heutzutage machen, und das sind die wichtigsten Maßnahmen, ist zunächst, dass wir uns den klinischen Eindruck der Schließmuskelfunktion ermitteln, also die Untersuchung mit dem Finger im Po, die rektale Untersuchung, wie wir sagen, die können wir den Patienten typischerweise nicht ersparen, zumindest bei diesem Krankheitsbild, um eine Einschätzung bekommen, wie ist die Schließmuskelmotorik, ist in Ruhe ein gewisser Muskeltonus da, ist beim Kneifen ein gewisser Muskeltonus da, wie reagiert der Schließmuskel auf die Berührung und so weiter. Die weiteren Untersuchungen, die wir hier auf den Weg bringen, sind oft eine Darmspiegelung bzw. eine Enddarmspiegelung. Das ist deswegen sinnvoll und geboten, weil wir eben auch sicher sein wollen, dass andere Veränderungen, vor allen Dingen im Bereich des Dickdarms, diese Schließmuskelfunktion nicht beeinträchtigen. Deswegen ist die Darmspiegelung, hier Koloskopie genannt, ein wichtiger Aspekt. Die anderen Untersuchungen, die hier unten aufgeführt sind, das ist also die Messung des Schließmuskeldruckes, die Manometrie, beziehungsweise Ultraschalluntersuchungen oder andere bildgebende Untersuchungen führen wir dann nur bei speziellen Fragestellungen durch. Und was sich in den letzten Jahren als sehr sinnvoll erwiesen hat, ist, dass die Patienten ein Stuhltagebuch führen, damit wir einschätzen können, wie die Darmtätigkeit über einen gewissen Zeitraum ist und ob zum Beispiel besonders beeinträchtigende Probleme wie nächtlicher Stuhlgang auftreten. Und dafür ist ein Stuhltagebuch sinnvoll und es ist auch sinnvoll, die Schwere eines Inkontinenzproblems mit einem Fragebogen einzuschätzen. Das gibt einen relativ sicheren Anhalt, wie ausgeprägt die Störung tatsächlich ist. Zusammenfassend für die Diagnostik will ich noch einmal sagen, also für uns ist die Anamneseerhebung mit einem Stuhltagebuch bzw. diesen Fragebögen sinnvoll und dann kommen wir auch schon zu diesen simplen Untersuchungsmethoden für die Inspektion und die proktologische Untersuchung, die Untersuchung mit dem Finger im Po, um vergleichsweise einfache und überschaubare Krankheitsbilder auszuschließen. Und dann geht es weiter, die Ultraschalluntersuchung, die Endosonographie kann sinnvoll sein, um bestimmte Probleme abzuschätzen. Die weiteren Untersuchungen
sind typischerweise verzichtbar. Und jetzt komme ich auch schon zu dem eigentlichen Thema dieses Webinars, die Frage, was kann man therapeutisch machen? Und ich habe diese therapeutischen, die Behandlungsoptionen unterteilt in konservative Behandlungsoptionen und operativ-chirurgische Behandlungsoptionen. Und typischerweise will ich mit den konservativen Behandlungsoptionen anfangen. Diese Maßnahmen, die ich jetzt erwähnen werde, sind die, die den meisten Betroffenen helfen werden, um weitere Behandlungen vielleicht gar nicht zu brauchen, sondern in ihren Alltag möglicherweise so zurückzukommen. Und zu diesen konservativen Behandlungsformen gehört zunächst einmal der Gebrauch von Vorlagen. Typischerweise bei weiblichen Betroffenen ist das eine Sache, die sie gewohnt sind, beziehungsweise unproblematisch damit umgehen. Aber bei männlichen Betroffenen braucht es da oft auch eine gewisse Information und Aufklärung. Als nächstes ist zu erwähnen, dass man mit den Betroffenen sprechen muss über die Ernährung. Ernährung ist ein extrem weites Feld. Da ist es schwer, etwas auf den Punkt zu bringen. Aber es gibt bestimmte Dinge, die man sicher ausschließen muss. Ernährungsgewohnheiten, wo zum Beispiel der Darm zu einer erheblichen Aktivität angeregt wird, was vermieden werden sollte, wenn eine Schließmuskelfunktion nicht mehr angemessen zum Beispiel auf sehr dünnflüssigen Stuhlgang reagieren kann. Der nächste Punkt ist das Biofeedback. Da werde ich gleich noch gesondert drauf eingehen. Eine weitere Behandlungsoption ist der Gebrauch von Analtampons. Das sind sehr weiche Schaumstofftampons, die in den Po eingeführt werden, um einen unerwartet kommenden Stuhlgang für eine gewisse Zeit zurückzuhalten. Meine persönliche Erfahrung ist, dass es nur relativ wenige Betroffene gibt, die mit diesen Tampons gut zurechtkommen. Die nächste wichtige Behandlungsoption ist der Gebrauch von verstopfenden Medikamenten. Und das wichtigste Medikament ist hier aufgeführt, das ist das Loperamid oder auch Handelsname Imodium. Das ist frei verkäuflich in der Apotheke. Das können Sie auch gegen Reisedurchfall zum Beispiel kaufen in der Apotheke und ist ein sehr hilfreiches Medikament, was jemand, der eine Kontinenzproblematik hat, auf jeden Fall kennen und nutzen sollte. Vor allen Dingen sollten Sie dieses Medikament einmal ausprobieren, um zu wissen, zum Beispiel, wie lange die Wirkung anhält, dass die Darmpassage beruhigt ist. Es gibt auch noch weitere andere Medikamente, wie zum Beispiel das Codein, was aber zum Beispiel sehr stark auch müde macht und so die Vigilanz doch mindern kann. Des Weiteren habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, gibt es auch Quellmittel, die Sie vielleicht teilweise von der Verstopfung her kennen. Aber diese Quellmittel, wie zum Beispiel das Aplona, können sehr helfen, zu dünnen Stuhlgang in der Konsistenz etwas zu verfestigen, damit der Stuhlgang nicht zu oft und zu unkontrolliert abgeht. Und wie immer gibt es bei jeder Problematik, wo es keine optimale Lösung gibt, auch neuere Techniken, zum Beispiel Injektionsbehandlungen. Dabei werden Strukturen in den Schließmuskel gespritzt, damit der Schließmuskel in seiner
Dicke etwas verstärkt wird und dadurch möglicherweise die Kontinenzstörungen wieder verbessert werden. Die Biofeedback-Behandlung hat sich in den letzten Jahren als eine der wichtigsten Stützen zur Behandlung der Schließmuskelfunktionsstörung etabliert. Bei der Biofeedback-Behandlung ist das Prinzip, dass man, wie Sie hier auf diesem Schema sehen, einen Messfühler in den Po einführt. Und dieser Messfühler schickt Informationen zu einem Gerät, der dann die Schließmuskelfunktion sichtbar macht, visualisiert. Und das wiederum wird vom Betroffenen dann gesehen und somit kann der Schließmuskel genauer angesteuert werden. Dadurch kann die Funktion des äußeren Schließmuskels angesteuert und mit Übung deutlich verbessert werden. Hier sehen Sie noch einmal ein Übungsgerät von der Firma Heise. Das ist das, was wir im Moment unseren Patienten vermitteln. Sie können aber auch jedes andere Biofeedback-Gerät benutzen und ich habe gelesen oder beziehungsweise gesehen, Sie können die auch unproblematisch im Versandhaus erwerben. Die Biofeedback-Behandlung ist aus meiner Sicht nach der rein konservativen Behandlung der wichtigste Schritt für Patienten mit Kontinenzstörungen, bei denen der Schließmuskel noch eine gewisse Funktion aufweist. Zusätzlich kann dieses Gerät auch dann helfen, wenn man mit Elektrostrom den Schließmuskel stimulieren will, um die Kontinenzleistung zu verbessern. Eine weitere Behandlungsmöglichkeit, die sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht gut etabliert hat, ist die sogenannte Irrigationsbehandlung. Irrigation übersetzt eine Einlaufbehandlung. Hier sehen Sie das System der Firma Coloplast, das Peristhen-System. Ich glaube, das ist das am Markt im Moment am meisten verwendete. Hier ein blockbarer Katheter oder eine Sonde, hier so ein Blocker. Das Gerät wird vor dem Blocken in den Po eingeführt und dann geblockt und dann wird eine Einlaufbehandlung gemacht. Dafür kann typischerweise normales Leitungswasser verwendet werden, was dann in diesen Beutel eingefüllt wird und dann mit diesem Blasesystem in den Enddarm eingebracht wird. Die Idee bei diesem Irrigationssystem ist, dass der Darm regelmäßig mit Einläufen behandelt wird und dadurch sich eine gewisse Kontinuität entwickelt. Der Darm führt typischerweise nach so einem Einlauf ab und die Idee dahinter ist, mit dieser Kontinuität setzt der Darm den Stuhlgang ab und man hat zum Beispiel für den Rest des Tages Ruhe. Okay, sodass ich jetzt für die konservativen Behandlungen hier einmal zusammenfassen kann. Die konservative Behandlung der Kontinenzstörung ist der Standard bei der großen Mehrzahl aller Betroffenen. Und die meisten kommen auch mit diesen Behandlungsformen zurecht, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Die Verwendung dieser Medikamente, zum Beispiel Antidiarrhoika, also das ist dieses Loperamid, um eine Diarrhoe zu vermeiden, beziehungsweise die Veränderung des
Essens reduzieren die Probleme so, dass viele Menschen schon wieder gut ihren Alltag bewältigen können. Und die Biofeedback-Behandlung ist aus meiner Sicht derzeit die wichtigste Ergänzung, um dieses konservative Setting zu vervollständigen. Und nun, mehr oder weniger zum Schluss, komme ich zu den operativen Behandlungsmöglichkeiten bei Kontinenzstörungen. Und das will ich noch einmal sagen, das ist nur dann erforderlich und auch nur dann sinnvoll, wenn wir eine Störung sehen im Bereich des Beckenbodens oder des Schließmuskels, die wir zum Beispiel durch Operationen verbessern können. Wenn die vorher beschriebenen Behandlungsmaßnahmen, konservative Behandlungsmaßnahmen, nicht angemessen funktionieren, beziehungsweise natürlich auch dann, wenn es der erhebliche Wunsch des Patienten ist. Eine dieser chirurgischen Maßnahmen, die vor Jahren viel mehr im Blick war, ist, wenn der Schließmuskel zum Beispiel durch eine Geburt oder durch eine Operation am Enddarm kaputt gegangen ist und eine Verletzung im Bereich des Schließmuskels entstanden ist, dann kann man diese Verletzung, die hier in dieser Schemazeichnung, in diesem OP-Abbildung vielleicht hier war, nähen. Also wir sprechen von der Schließmuskelrekonstruktion, Sphinkter-Schließmuskelrekonstruktion. Und das heißt, hier sehen Sie den Schließmuskel, hier war die Durchtrennungsstelle und der Schließmuskel wird überlappt und dann zusammengenäht. Das sieht hier jetzt auf dieser Abbildung, auf dieser schematischen Darstellung suggestiv aus. Man denkt, ja, so muss es gehen. Leider ist diese Operation nicht so erfolgreich, wie man das vor Jahrzehnten gedacht hat. Die Erfolgsrate liegt vielleicht bei 50%. Es ist leider auch so, dass in diesem Bereich am Enddarm operiert auch eine erhebliche Zahl von Komplikationen entstehen, Wundheilungsstörungen, dass dieses Sphinkternaht möglicherweise nicht so hält, wie man sich das wünscht. Deswegen ist das eine Behandlungsmöglichkeit, die wir auch regelmäßig durchführen, aber leider können wir nicht immer sicher damit helfen. Eine weitere, noch kompliziertere Behandlungsmaßnahme, die auf den ersten Blick auch sehr vielversprechend klingt, ist die sogenannte Gracilis-Plastik. Dabei wird ein Muskel aus dem Oberschenkel genommen und dieser Muskel aus dem Oberschenkel wird mit seiner Durchblutung einmal um den Schließmuskel herumgeschlungen und vernäht. Diese Schemazeichnung, die Sie hier sehen, wirkt auf den allerersten Blick auch suggestiv und man denkt, ja, das ist die Lösung. Aber auch bei diesem operativen Verfahren ist es genau wie bei dem vorher beschriebenen Verfahren mit der Schließmuskelrekonstruktion. Das ist ein aufwendiges Operationsverfahren. Die Operation dauert 2 Stunden, 1,5 Stunden. Und hier muss sehr sorgfältig darauf geachtet werden, dass dieser Muskel, der um den Schließmuskel herumgeschlagen wird, gut durchblutet ist und bleibt. Und dass möglicherweise es auch erforderlich ist, diesen Muskel auch mit einem Schrittmacher zu stimulieren. Deswegen bleibt auch dieses Behandlungsverfahren
für Einzelfälle vorbehalten. Ein weiteres operatives Behandlungsverfahren, was sich in den letzten Jahren vorrangig durch die Firma Medtronic, die ja auch Herzschrittmacher herstellt, etabliert hat, ist die sogenannte Sakralnervstimulation oder Sakralnervmodulation. Die Idee bei diesem Verfahren ist, dass in einer Narkose bei dem Patienten, der in Bauchlage liegt, von hinten im Bereich des Kreuzbeins eine bzw. zwei Elektroden eingebracht werden und die Elektrodenspitzen liegen hier in diesem Bereich, im Bereich des Plexus sacralis, also des sakralen Nervenplexus. Sakrale Nervenbahnen, die unter anderem auch die Sphinkterfunktion, die Blasenfunktion oder auch die Sexualfunktion teilweise mit beeinflussen. Diese Behandlungsmaßnahme, die jetzt seit knapp 20 Jahren etabliert ist, ist auch aufwendig. Hier sehen Sie noch einmal eine Schemazeichnung von Medtronic. Hier ist die eingebrachte Sonde. Hier ist der Schrittmacher, wie eine Art Herzschrittmacher, ein Schrittmacher für die Sakralnerven, der über diese Sonde die Nerven am Sakralplexus, wie wir sagen, am Sakralnervengeflecht stimuliert. Dieses Verfahren ist, wie man vielleicht ahnt, zunächst technisch nicht so wahnsinnsaufwendig. Es braucht eine Narkose, um zunächst diese Sonde einzubringen. Aber dieses Verfahren wirkt oft sehr gut. Und der Riesenvorteil ist bei dieser Maßnahme, dass zunächst eine Testung der Schließmuskelfunktion über einige Wochen mit einer Probe liegenden Sonde durchgeführt wird. Und erst dann muss entschieden werden, ob der Betroffene von dieser Maßnahme profitiert oder ob er davon nicht profitiert. Dann kann diese Sonde nämlich ganz unproblematisch wieder entfernt werden und es ist nichts Schlimmes passiert. Insgesamt ist dieses Verfahren technisch so jetzt erstmal nicht besonders schwierig, aber das Ganze drumherum ist aufwendig. Also erstmal nur ganz nebenbei, diese Sakralnervstimulation kostet ca. 10.000 Euro, die aber normalerweise von der Krankenkasse übernommen werden. Und dennoch muss sich aber ein Betroffener, wenn ein Sakralnervstimulator liegt, auch damit befassen. Also man kriegt ein Steuerungsgerät, das ist so wie eine Art, so wie so ein Handy, womit man den Stimulator beeinflussen kann und ihn zum Beispiel auch einmal am Tag ausschließen muss, um die Blase zu entspannen, um eine regelrechte Funktion der Harnblase auf Dauer zu gewährleisten. Eine abschließende Operation, die ich hier erwähnen will, die immer so ein bisschen der Schreck derjenigen ist, die als Betroffene zu uns kommen, ist die Anlage eines künstlichen Darmausgangs, eine Stoma-Anlage. Die Idee hinter dieser Maßnahme ist relativ simpel. Wenn der Stuhlgang durch ein Stoma zur Bauchdecke kommt, herauskommt, dann kommt hinten am Darmausgang der Stuhlgang nicht mehr an und die
Stuhlinkontinenzsymptomatik ist dadurch begrenzt. Durch diese Maßnahme der Stoma-Anlage verändert sich das Körperbild und deswegen ist schon die Erwähnung dieser Maßnahme für die meisten Betroffenen ein No-Go. Ich will es hier aber der Vollständigkeit erwähnen und will auch sagen, dass uns selbstverständlich bewusst ist, dass sich durch diese Behandlungsmaßnahme das Körperbild verändert, aber bei vielen Patienten, die durch eine Stuhlinkontinenz an ihrem sozialen Leben gehindert sind, besteht mit einem Stoma wieder die Möglichkeit, am sozialen Leben teilzunehmen, aus dem Haus zu gehen, während manche Patienten mit einer schwerwiegenden Kontinenzstörung ihren Weg durch Altona daran orientieren, wo die nächste Toilette ist, können Patienten, die eine Stoma-Anlage haben, wieder ihren normalen Weg gehen. Deswegen ist das eine Behandlungsmöglichkeit, aber wir wissen selbstverständlich, dass das Körperbild und das Körperempfinden dadurch erheblich beeinträchtigt sind und wir diese Maßnahme auch nur sehr, sehr selten durchführen. So dass ich bezogen auf die operativen Maßnahmen zusammenfassen kann, die Korrektur von anatomischen Strukturen, wie das vor Jahren oft durchgeführt wird, ist aus unserer Sicht deutlich in den Hintergrund getreten. Ein Schließmuskeldefekt, den wir heutzutage sehen, da würden wir nicht immer und sofort darauf zielen, diesen zusammenzunehmen. Operationsverfahren und das gesamte Drumherum müssen mit Patienten intensiv besprochen werden. Aus meiner Sicht, was die operativ-interventionellen Maßnahmen angeht, ist im Moment die sakrale Nervenstimulation eine sehr effektive Behandlungsmöglichkeit, die Patienten gut empfohlen werden kann. Mit dieser Übersicht bin ich am Ende des Vortrags zu den Kontinenzstörungen. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, im Rahmen des Chattes Ihre Fragen zu besprechen. Und das ist ein weites Feld. Es gibt da viele Behandlungsmöglichkeiten. Wenn Sie das im Detail geklärt haben möchten, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, in unsere Ambulanzsprechstunde zu kommen. Die einzige Bedingung dafür, das erwähne ich nochmal so speziell, weil es immer Diskussionen gibt, ist, dass wir für unsere chirurgische Sprechstunde einen Krankenhauseinweisungsschein benötigen, auch wenn im Nachfolgenden keine stationäre Behandlung oder keine Operation erfolgt, ist ein Einweisungsschein dafür erforderlich. Eine Überweisung ist leider nicht ausreichend. Ja, und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wir gucken mal, ob es im Chat dazu noch Fragen gibt. Tja,
Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann nochmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Sommerabend. Tschüss.